Hallo, mein Name ist Udo Pipper und ich stelle euch heute die neue Jäger Propeller-Gitarre vor. Florian Jäger ist ein Gitarrenbauer aus Oberstdorf. Ich habe ihn vor circa 15 Jahren kennengelernt und damals war er gerade drauf und dran, die mystische Welt der alten Les Pauls zu entdecken, hat alles untersucht, was es da zu untersuchen gibt, aber dazu später mehr. Und das Resultat war, dass er irgendwann sagte, ich baue jetzt eine eigene Gitarre, aber keine Burst-Replika, sondern ein eigenes Modell. Und daraus wurde die Propeller, die ist etwas größer als eine Les Paul. Und das dient natürlich auch dem Klang und natürlich auch der Unterscheidung von den alten Modellen. Und kommt so schlichter daher, keine Burst-Decke, keine Flames. Eine sehr schöne Oxblot-Farbe, dieses Modell hier. Und eben mit einer wesentlich schlichteren Ausstattung, weil das ist das, was den Florian Jäger ausmacht. Die Schönheit steckt im Einfachen sozusagen. Und ich kann mich erinnern, ich habe so vor 13 Jahren die allererste Propeller zum Test hier gehabt. Und das war auch schon eine verdammt gute Gitarre. Die war typisch für dieses Modell noch mit Bixby und Inlays und Pickup-Kappen. Das wurde hier alles noch weggelassen. Und jetzt hat sich das natürlich über die Jahre ein bisschen entwickelt. Die Hölzer sind besser geworden, seine Leimformel ist besser geworden, sein Lack ist besser geworden. Und natürlich auch seine Kenntnisse darüber, wie man so alte Gitarren baut. Diese Gitarre hier ist bestellt von Christian Sedelmeier, der ist Inhaber des Ladens Sweet Spot Guitars, auch in Süddeutschland ansässig. Und der verkauft dort ganz edle, ausgesuchte, besondere Gitarren und hat da so ein kleines, aber feines Sortiment. Und der arbeitet mit Florian Jäger von Zeit zu Zeit zusammen und hat eben in diese Propeller hier ein paar Wünsche einfließen lassen. Aber dazu komme ich noch. Das Kerngeschäft bei Florian Jäger, das sind die sogenannten Bavarian Makeover-Gitarren und damit hat er mittlerweile einen enormen Bekanntheitsgrad bekommen. Was ist eine Bavarian Makeover? Das sind Les Pauls aus aktueller Produktion, die der Florian hernimmt und zerlegt die in alle Einzelteile und lässt die neu entstehen. Dazu gehört, dass der Neck in einem etwas anderen Winkel und auch vor allen Dingen mit anderem Leim angebracht wird, dass die ganze Gitarre wird entlackt, weil das, was Gibson Nitro Lack nennt, ist eigentlich gar kein Nitro-Lack, sondern so was Acrylartiges. Und das dämpft natürlich den Klang. Und Florian hat lange geforscht, um eine eigene Leimformel zu finden und eine eigene Lackformel, die den Instrumenten ermöglichen, wieder so zu schwingen, wie das früher der Fall war. Und und dann macht er natürlich noch Rio Palisander Griffbretter auf die Les Pauls, weil die haben seiner Meinung nach diesen typischen Snap. Das, was so die Schnelligkeit in den Transienten dieser alten Les Pauls ausmacht.
dann kommen eben edle Teile drauf, super Pickups, neue Verkabelungen, bessere Potis und alles, was eben denkbar ist. Und all diese Erkenntnisse, die er daraus gewonnen hat, die fließen auch in die Propeller mit ein, dass eine Gitarre, die für unglaublich viele Stilrichtungen geeignet ist, weil sie scheint mir sogar noch ein bisschen flexibler als eine Burst, die natürlich so ihren ganz typischen sonoren, vokalen, holzigen Ton hat. Die Propeller aufgrund ihrer Größe und vielleicht auch, weil die Inlays fehlen oder keine Ahnung, die klingt noch ein bisschen offener und ein bisschen größer und die hat so ein bisschen so, sowas von der alten Kretsch noch mit drin oder so, das kann ich gar nicht genau sagen. Am besten hört man das in meinen Klangbeispielen. Und ich weiß gar nicht, wofür ich diese Gitarre bevorzugen würde. Ich würde eigentlich fast alles drauf spielen können, weil sie kann hell und dunkel und sonor und vokal und auch mal flach und seidig, je nachdem, wie man die einstellt. Und das macht eben wahnsinnig Spaß. Und das ist auch schon so ein bisschen etwas, was man so Jägerklang nennen könnte. Also da steckt schon irgendwie seine Handschrift drin. Und das ist sehr, sehr gut. Noch ein paar Sätze zur Konstruktion dieser Gitarre. So schlicht die auch herkommt, so kompliziert ist das, so eine Gitarre zu bauen. Und es dauert auch ziemlich lange, weil man muss erstmal so ein Holz finden. Das ist also mittelamerikanisches Mahagoni und wunderschön gemasert und es hat eben auch wirklich so diesen Sound, den so ein altes Mahagoni-Brett hat oder haben sollte. Die aktuellen Gibsons, die sind dann aus Fidschi-Mahagoni oder afrikanischem Kaya, das sind so Ersatzsorten. Nur kurze Zeit, so 2007, 2008, haben die mal wieder mittelamerikanisches Mahagoni verwendet, aber das ist jetzt schon wieder Geschichte leider. Notgedrungen, weil das ist einfach nicht verfügbar, so viel Holz für so große Serien wie Gibson, die baut zum Beispiel. Und der Florian gibt ein Heidengeld aus und sucht da auch sehr lange, bis man so ein Holzstück findet. Dann ist hier ein Rio Palisander Griffbrett drauf, schön dunkel und ganz ja, ebenmäßig, nicht so stark gemasert und sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und auch das ist ja eigentlich mittlerweile sehr, sehr schwer zu bekommen. Und noch dazu braucht man so ein CITES-Zertifikat, was auch im Koffer mit drin liegt. Auch das hat er schon besorgt. Es ist also völlig legal, die Gitarre so auszuliefern. Die Ahorndecke ohne Flammung kommt, glaube ich, aus Kanada, Ostkanada oder so, weil da so Ahornbäume wachsen, die eben aufgrund des klimatischen Verhältnisses sehr langsam wachsen und sehr hart und sehr dicht sind. Und das ist so seine Formel. Und die Hölzer werden abgeklopft, teilweise mit nach Klatni Mustern untersucht, wo dann Schwingungen in das Holz gibt und sich anschaut, wie Metallspäne sich darauf formen und so weiter. Also da wird nichts ausgelassen, um zu garantieren, dass die Teile, die verwendet werden, Decke, Korpus, Hals und Griffbrett, dass die dann auch nachher zusammenpassen. Weil das Holz kann noch so gut sein, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist irgendwas sperrig oder behindert irgendwas an der Gitarre. Und das ist hier besonders gut gelungen, weil die Gitarre ist einfach... Die hat diesen Ring, den so alte Gitarren auch haben. Und es macht unheimlich Spaß. Ein wahnsinnig langes Sustain. Und wie gesagt, das lässt sich alles sehr, sehr gut bespielen und fühlt sich sehr, sehr gut an. Und wenn ich hier so sitze und ein paar Akkorde anschlage, dann überträgt sich die Schwingung so auf meinen ganzen Körper. Und so soll es eigentlich sein. Thank you.
Also, Jäger Propeller ist nicht unbedingt eine preiswerte Gitarre. Da muss man schon ein paar Euros für hinblättern. Aber man bekommt eben so ein ganz, ganz markantes Einzelstück mit ganz, ganz besonders guten Klangeigenschaften. Und ja, wem die Schlichtheit, also wer das nicht fürs Auge, obwohl ich finde, das auch ist auch was fürs Auge eigentlich. Ich mag das sehr. Wer auf Flames, Burstfarbe und Inlays und alles, was sonst auf solchen Gitarren verbaut wurde, verzichten kann, der sollte mal eine Propeller antesten. Und das kann man eben bei Florian Jäger oder bei Christian Segelmeier. So, und jetzt hören wir noch mal rein und tschüss, bis zum nächsten Mal.